Neuer Tom, den Orderflow. Was ist denn los? Euer Schmied Taka. Er arbeitet schlammig. Ich glaube, er sabotiert euch. Mächtiger Schmied. Ich bin auch Schmied. Und ich bin viel besser als er. Ich habe kein Essen für zwei. Ich werde ihn los. Aber ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Dieses Schwein. Er wird Taka töten. Voller Mongolen. Da ist der Sklavenhändler, wenn er vor uns bei Taka ist. Bleib bei mir, Yuna. Ich finde einen Weg. Was wollt ihr denn? Сонсдог болтол ч сургаад үгүй л дөө. Дог хийсэн ч юм. Харуулдаач нэг бол уух. Амин бай. Бидэн байгаараа. Асагч нь хуурдээ шүү. Сонсдог болтол ч сургаад үгүй дөө. Der Bastard.
Nein, bitte. Ich brauche eine Pause. Da ist Taka. Bitte. Yuna. Taka. Was haben Sie getan? Du bist sicher. Wir müssen weg. Unmöglich. Sie schnappen uns, wie die anderen. Das ist Fürst Sakai. Er beschützt uns. Ihr müsst mir vertrauen, Taka. Ihr müsst uns helfen. Jawohl, mein Herr. In der Nähe ist ein Tor. Dann brechen wir dort aus. Sie haben den Sklavenhändler. Die töten uns. Verstecken. Nein, weiter. Wir können auf die Kisten klettern. Wohin gehen wir? Kenji erwartet uns an einer Kreuzung. Kenji ist bei euch? Wenn er es rausgeschafft hat. Zeigt mir, was ihr könnt! Trujul als sein Hund. B. Wasser und Gunchu. Pferde, sie kommen uns holen. Geht ins hohe Gras und bleibt unten. Das ist Kenji. Taka, du hast es geschafft. Wurde die verfolgt? Nein, aber wir können nicht zurück zu mir. Da sind die Mongolen. Wir sollten gehen. Wir müssen möglichst weit weg von der Asamo-Bucht. So ein braves Pferd. Heute noch keinen Mongolen gesehen. Wir haben's geschafft. Wo gehen wir als nächstes hin? Dort ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf ganz Isuhar. Geht's allen gut? Ich könnte einen Schluck vertragen. Und Schlaf. Bei einem davon kann ich helfen. Taka, ihr seid so still. Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht dem Tode nah. Mein Herr,
Ich bin dankbar. Aber woher kennt ihr Kenji und meine Schwester? Ich verdanke Yuna mein Leben. Da haben wir etwas gemeinsam. Ich bin nicht sonderlich sattelfest. Komatsu ist hinter dem Grab da. Sie haben eine Schmiede. Eine der besten der Insel. Da könnte man Werkzeug herstellen. Etwas, was Jin über die Mauern von Burg Kaneda hilft. Was meinst du, Taka? Mein Herr, ich würde mich mit allem bedanken, da ihr mich befreit habt. Danke. Taka, Kenji, ruht euch aus. Wir bleiben nicht lange. Wie geht es dir? Ich habe meinen Bruder zurück. Er ist mitgenommen. Kannst du ihn heil nach Komatsu bringen? Mit Essen und Ruhe wird er wieder. Dein Bruder war nicht der einzige Gefangene in der Asamo-Bucht. Du willst sie alle retten. Und ihre Fänger bestrafen. Gut. Reite zu Komatsu Schmiede. Ich komme, sobald ich kann. Jin? Danke. Das Schwarzpulver der Mongolen in einen Tontopf fülle und anzünde, hätte ich eine Wurfwaffe. Sensei Ishikawa könnte mir helfen. Ich kannte einst einen Mann, der einen Handel mit einem... Gibt es Vorräte in dieser Gegend? Das weiß ich nicht. Doch die Kami helfen euch, wenn ihr ihnen Respekt erweist. Findet die Tori-Tore und folgt ihnen zu einem Schrein. Dort werdet ihr fündig. Es heißt, ein Kami-Talisman könnte das Schicksal ändern. Solche Hilfe brauche ich. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Eure Klinge ist bereit. Wir sehen uns wieder. Mein Herr, wollt ihr euch den anderen anschließen? Was meint ihr? Ich hörte, in der Präfektur Asamo sammelt sich eine kleine Widerstandsgruppe. Auch andere wehren sich gegen die Mongolen? Tapfer. Aber gefährlich ohne Training. Ich suche sie. Es soll so sein. Mein Herr, ihr seid hier. Das Samurai die Mongolen nie besiegen. Thank you.
Auto sein. Wegen deren Rüstung, oder? Nur Legenden. Gute Nacht. Geschichten für die Kinder. Mag sein. Ein schöner Bogen ist ein Kunstwerk. Mein Herr, ihr seid hier. Ein Wunder, dass die gestört haben. Niemand würde es wagen. Denkmäler. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Ich repariere alle Arten von Rüstung. Da erblasst selbst Hachiman vor Neid. Sogar zerbeulte Rüstung vom Schlachtfeld? Tja, sieht ziemlich beschädigt aus. Bringt mir etwas in besserem Zustand, dann stelle ich mein Geschick gern unter Beweis. Daran wird euer Gegner verzweifeln. Wer stellt sich mir zuerst? Hm.
So. Hör. Es tut weh. Ein Samurai. Was ist mit euch passiert? Es gibt einen Händler, der für die Mongolen arbeitet. Sie gaben ihm ein eisernes Zeichen. Wir wollten es ihm wegnehmen, aber er hat so viele Wachen. Dieses eiserne Zeichen muss kostbar sein, wenn ihr euer Leben riskiert. Wer es trägt, kann frei auf den Straßen reisen, ohne von Mongolen angehalten zu werden. So etwas könnte ich gebrauchen. Ihr könnt es gern versuchen. Wir mussten fliehen, aber der Händlerwagen ist noch oben an der Straße. Ich werde das eiserne Zeichen suchen. Bleibt hier und versorgt eure Wunden. Seid vorsichtig. Die Mongolen werden nach ihren Männern suchen. Das muss der Händlerwagen sein. Keine Spur vom Händler. Mongolen. Sie kämpften gegen die Männer von vorhin. Eiserne Zeichen ist nicht hier. Mongolen. Ich komme zu spät. Bitte, mein Herr! Ihr müsst den Händler mit dem eisernen Zeichen retten. Er ist mein Bruder. Euer Bruder? Ich habe ihm das Zeichen gestohlen, damit er seine Familie nicht entehrt. Wenn er die Mongolen unterstützt, verdient er den Tod. Nein, er ist ein guter Mann. Bitte. Ich kann nichts versprechen. Aber ich werde ihn suchen. Danke. Seine Mörder haben bestimmt Spuren hinterlassen. Sind sie abgebogen.
of you. To Lani Tseng. Ready? Just die. Alles wird wieder gut. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank. Spart euren Dank. Laut eurem Bruder arbeitet ihr für die Mongolen. Sie wollten meine Familie beschützen. Unsere Schwestern, wenn ich Vorräte für sie transportiere. Und jetzt ist euer Bruder tot. Er führte die Männer an, die euer Zeichen stehlen wollten. Nein! Oh, dieser Narr! Deshalb dachten die Mongolen, ich hintergehe sie. Ich hatte nie ein eisernes Zeichen. Außerdem ist der Name des Eigentümers eingraviert. Dann sind sie nutzlos für andere. Ihr könnt gehen. Wenn ich höre, dass ihr wieder für die Mongolen arbeitet. Die würden mich eher töten. Und meine Familie wird mich jetzt hassen. Ich habe nichts. Nichts. Was soll ich jetzt tun? Wofür lebe ich? Mein Herr, seid ihr auch hier, um der Asamo-Liga zu helfen? Noch nie davon gehört. Bauern und Fischer haben sich gegen die Mongolen zusammengetan. Ich kam aus Ariake, um sie auszubilden. Ich bewundere ihre Tapferkeit. Wie geht die Ausbildung voran? Sie sollten mich schon vor Stunden hier treffen. Ich wollte sie gerade suchen. Ich reite mit euch.
Unsere Anführer sind in einem Gehöft in der Nähe. Sie werden wissen, wo der Haupttrupp ihr Lager hat. Als Kind träumte ich davon, ein Samurai zu werden. Jetzt reite ich neben einem Echten. Doch ihr wisst, wie man kämpft und mit Pferden umgeht. Mein Dorf an der Küste wurde ständig von Piraten geplündert. Sie töteten meine Eltern, als ich jung war. Ich lernte, mich zu verteidigen. Ich hoffe, mein leidvoll erworbenes Können kann den Leuten hier von Nutzen sein. Kein großer Unterschied zu den Samu. Dort vorne brennt es. Das Bauernhaus. Mäht sie nieder! Haben, dann vielleicht auch den Haupttrupp. Ich hätte früher kommen müssen. Wir können die anderen warnen. Hört ihr? Sie können den Haupttrupp entdeckt haben. Wir müssen ihnen helfen. Schnell, mein Herr! Wartet! Wir sind zu spät. Wir können nicht alle retten. Dann werde ich die Toten rächen. Ein Samurai bewahrt Ruhe vor einem Kampf. Wartet! Ihr habt Talent, doch ihr seid bei eurem Ansturm fast gestorben. Machen euch die Mongolen nicht wütend? Die wichtigste Waffe eines Samurai ist er selbst. Ohne Kontrolle riskiert ihr zu verlieren. Verstehe. Ich sollte nach Hause zurück und meine Gefühle beherrschen lernen. Kämpft weiter. Wir brauchen Leute wie euch.
Doch vergesst die Lektion nicht. Das werde ich, mein Herr. Ob Sensei Ishikawa die Invasion überlebt hat? Mögen die Kami euren Weg schützen, Herr. Meine Mutter glaubte, Inari beschützt mich. Bei meiner Geburt sah sie einen Fuchs vor unserem Haus Glühwürmchen jagen. Sie wusste, dass Füchse Inaris Boten in unserer Welt sind. Wenn ihr einen seht, folgt dem Weg, den er nimmt. Das werde ich. Danke. Thank you.
dass sie Yoshi heilbart. Vielleicht weiß jemand im Gasthaus, wo ich Sensei Ishikawa finde. Ein Samurai? Er lebt? Ich suche nach Sensei Ishikawa. Ich dachte, er fiel bei Komoda. Nein. Wo ist sein Dojo? Durch den Wald. Ich zeige euch den Weg, mein Herr. Hat der Sensei nicht bei Komoda gekämpft? Nein. Er kaufte am Tag vor der Invasion in der Stadt Furite ein, hat aber kaum ein Wort gesagt. Er war schon immer sehr schweigsam. Mein Herr, sind die Geschichten über Sensei Ishikawa wahr? Welche Geschichten? Versenkte er wirklich ein Schiff mit nur einem Pfeil? Nicht das Schiff, aber ein Piratenkapitän vom Strand aus. Die ganze Flotte nahm reißaus. Mit so einem Schützen legt man sich nicht an. Verdient ihr den Tod? Doch hoffentlich nicht. Dann droht euch nichts vor Ishikawa. Das Dojo des Sensei ist dort auf der Klippe. Gestern war mein Essen alle. Danke. Ich finde es schon. Noch eine Frage, mein Herr. Warum gab der Sensei seinen Posten als Bogenmeister des Nagao-Clans auf? Das weiß niemand. Warum verlässt man die Dienste eines großen Herrn? Hierfür? Fürst Sakai, ich studierte Poesie mit eurem Onkel. Die Mongolen haben Fürst Shimura gefangen genommen. Das erduldet er. Er ist stark und unverwüstlich, bewandert in Kampfeskunst und Poesie. Widmet ihr euch dem Haiku, Herr? Im Krieg bleibt keine Zeit. Gerade im Krieg muss man sich die Zeit nehmen. Das Haiku schärft die Konzentration, beseitigt das Chaos. Gibt einen Frieden. Genau. Ich schreibe am liebsten oben auf der Klippe. Es gibt viele solcher Orte. Wenn ihr darauf achtet, findet ihr in ganz Tsushima Inspiration. Ich hoffe, ich finde stille Orte wie diesen. Unberührt vom Krieg. Achtet auf die Vögel. Sie weisen euch den Weg.